Achtung, Achtung, kleine Abenteurerin auf großer Mission. Astronautin Emily meldet sich vom Mond. Ich bin gelandet. Keine Menschenseele hier. Aber was ist das? Ein Moonhopper? Ein Mondhüpfer also. Damit bewegt man sich auf dem Mond. Ich heb ab. Ein kleiner Schritt für Indy, ein großer Schritt für Klein gegen Groß. Und was im Weltraum klappt, klappt auch 384.400 Kilometer entfernt in Österreich. Ich heiße Indy, bin 10 Jahre alt und gehe in die Kreativschule Regenbogen in Liesing. In Sachen Akrobatik hat die Fünftklässlerin die Nase ganz weit vorne. Und deswegen. Ja, ihr größter Wunsch war, sie will unbedingt zu klein gegen groß. Und jetzt ist es wirklich geworden. Bei so viel Energie war die Duellidee nicht weit. In der Schule hatten wir einen Moonhopper im Schrank und da bin ich mit meiner Freundin immer gehüpft und dann wird es mir irgendwann zu fad und dann habe ich noch die Springschnur dazu genommen. Gesagt, getan. Super Idee, Indy. Schwester Sophie, 12 Jahre alt. Papa Andreas, Sachverständiger für Immobilienbewertung. Und Mama Eva, Projektmanagerin. Feuern Sie an. Ob auf Kufen, auf Hufen, auf dem Kopf, in der Luft oder beim Golfen. Indy braucht Action, deshalb geht sie auch in die Zirkusschule. Was man in der Zirkusschule genau macht, weiß ich nicht, weil ich mich da nicht hintraue, weil ich nicht zuschauen kann. Das geht mir genauso. Ich habe sie mal abgeholt und da gibt es dieses Vertikaltuch, wo sie ganz oben in diesem Tuch schwebt. Und das ist also wirklich, ich musste wegschauen, ja. Das ist heftig. Hallo, ich zeige euch mein Zimmer. Hier ist Indy kreativ. Am Schreibtisch mache ich gerne Luftballons und bastle gerne. Ah, das sind doch Luftballontiere, oder? Fertig. Luftballontiere und malen, coole Hobbys. Und sonst noch? Mit den häkel ich. Ist ein Schal, den habe ich hier zugenäht, dass man es nicht zu viel machen muss, weil ich war zu faul, das alles noch so viel mehr zu machen. Ganz schön clever, Indy. Genau wie Ihr Plan dazu. Kaufen Sie diesen Schal, nur 299 Euro. Ah ja, nun, Qualität hat eben ihren Preis, aber ein Sieg wäre für Indy unbezahlbar.